Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch aus Paraguay in die Welt, sagen wir mal so, und vor allem auch an die ganz deutsch sprechenden hier im Lande. Ich hoffe, die Grippe hat euch noch nicht erwischt. Wenn ja, dann will ich euch jetzt einen guten Tipp geben, der vor einiger Zeit vom Dr. Keller entdeckt wurde, also erforscht wurde. Unser Produkt Biomock, das gibt schon seit 13 Jahren jetzt mittlerweile. Sehr viel Erfolg. Es wurde immer benutzt gegen Viruserkrankungen, äußerlich immer angewendet, hilft auch ganz toll beim Moskitostichen und zum Nase öffnen oder bei Kopfschmerzen hinten im Nacken rein, ein paar Tropfen und kurz einmassieren. Aber dann hat der Dr. Keller entdeckt, dass dieses Mittel bei dem aktuellen Virus sehr gut wirkt. Und zwar einfach mit einem Löffel Honig, rein Naturhonig und vier Tropfen von dem drauf. Zweimal an einem Tag einnehmen, dann geht es am nächsten Tag schon viel besser. Also die meisten Erscheinungen verschwinden dann. Und das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, also mit diesem Produkt. Zusätzlich natürlich würde ich mir jetzt empfehlen, dass man auch das Immunsystem steigert mit Anamu. Man auch verhindert, dass man einen Herzinfarkt kriegt oder einen Derrame oder eine Thrombosis. Wenn jemand dickes Blut hat, ist das zum Empfehlen. Genau der Niem. Weil der hilft natürlich, das Blut zu verdünnen auch. Nicht nur, dass es gegen Diabetes hilft, sondern auch zum Blutverdünnen. Und was ganz wichtig ist, es hilft, die Zwirbeldrüse zu entkalken. Dann natürlich unser natürliches Antibiotikum, Flor de Jamaica. Wenn jemand erkrankt ist, kann er viermal täglich 10 Tropfen einnehmen. Wirkt aber auch als Blutdrucksenker, wenn man eine höhere Dosis einnimmt. Also Beispiel 25 Tropfen, dann hilft es auch mit. Und natürlich unser altbewährtes Drachenblut, das ja vor allem bei Viruserkrankungen ganz stark hilft. Da sollte man, wenn es wirklich akut ist, mehrmals täglich das einnehmen. Alle 2 Stunden sogar kann man es einnehmen. Hilft auch bei Myomen und bei all diesen anderen Problemen, was man haben kann mit der Gesundheit. Das waren wieder ein paar kleine Tipps für die Gesundheit jetzt. Und natürlich jetzt ist momentan auch die große Brennnesselzeit. Überall wächst in Paraguay die kleine Brennnessel. Wir machen momentan auch ganz viel Tee davon. Und natürlich auch neu eingelagert, weil Brennnessel, die kleine Brennnessel, erneuert natürlich ganz stark dein Blut, gibt deinem Körper die Mineralien, wo du brauchst und hilft vor allen Dingen also auch der Leber und ist ja sogar vor kurzem stand drin in dem medizinischen Journal in Deutschland, dass es gegen Arthritis Rheumatoide hilft, auch die kleine Brennnessel, also Ortiga allgemein die Brennnessel. Deswegen hat es mich auch so. Naja, eigentlich auch nicht mehr heutzutage, aber es hat mich ein bisschen überrascht, die Nachricht, dass jetzt die Brennnessel in England verboten ist. Daraufhin habe ich erfahren, dass sie auch schon seit längerem in Frankreich verboten wäre. Und dann kam natürlich die Nachricht vom Beifuß, dass der jetzt auch verboten ist in Deutschland, dass in Bayern sogar Hausdurchsuchungen angeblich durchgeführt worden sind, Apothekerriesen Strafen zahlen mussten, etc. etc. Ja, okay, wir sind ja zum Glück nur in Paraguay. Paraguay sind natürliche Arzneimittel einfach zu Tausenden vertreten. Auf den kleinen Märkten wird es überall angeboten. Das wäre hier schwieriger, diese Sachen zu verbieten, denke ich mir. Aber kann natürlich alles mal kommen. Man weiß es nicht. Also kann alles mal passieren. Aber auf jeden Fall, so lange sind wir immer noch auf dem Markt mit unseren Produkten. Wir sind auch auf San Bernardino auf dem Markt und beim Chiki freitags immer. Von 9 bis um 1 Uhr, da habe ich dann auch ein bisschen mehr Zeit für die Leute immer. Und natürlich samstags immer von 9 bis 1, von 8 bis 1 in San Bernardino auf dem Marktplatz, da sind wir auch vertreten. Natürlich auch mit der ganzen Palette von Sachen, alles was gesund ist und unseren Honig etc. etc. Also wenn Sie Lust haben, kommt einfach mal vorbei, wird euch bestimmt Spaß machen und könnt auch gleich eine Beratung mit dabei haben. Das kostet auch nichts zur Beratung, hilft gerne mal den Leuten ein bisschen zu unterstützen. Wenn ich nicht weiter kann, empfehle ich immer weiter die Ärzte, wo sie hingehen sollen, dann ganz gezielt. Und also man schaut halt, was man machen kann. Und ansonsten, also mir geht es wieder gut. Seht ihr ja, ich bin wieder voll da, voll drauf und hoffe natürlich auch, dass euch gut geht und dass wir uns in Kürze mal wieder sehen können, auch auf dem Markt oder in einem der Kurse. Kurse werden jetzt auch wieder weitergeführt. Und wenn sich genügend Interessenten zusammentun, dann meldet euch einfach bei mir in meiner Handynummer, also WhatsApp-Nummer. Das ist die von Deutschland aus gesehen oder Österreich oder Schweiz, ist das die 595 983 471 613. Also ich wiederhole es nochmal:
595 für Paraguay, 983 471 613. Also meldet euch ganz einfach bei mir. Ich freue mich auf eure Nachrichten von euch. Unseren Tierchen geht es auch gut. Sind wieder ein paar mehr geworden. Man hilft auch unterwegs jetzt anderen Hunden, die also sehr elendig beieinander sind auf der Straße zu uns. Und ja, die peppeln mal langsam auf, dass wir sie dann nachher irgendwann mal jetzt dann auch sterilisieren können, wenn es die Zeit zulässt. Also nicht die Zeit, sondern auch der Geldbeutel natürlich, aber weil wir es ja auch bei guten Ärzten machen wollen und dass halt einfach dieses Aussetzen von kleinen Hunden ein Ende nimmt. Und ja, ansonsten gibt es alles. Auch dem Speike geht es wieder gut, der hat sich erholen können von seinem Schlangenbiss. Und dank Cordula auch und dank der Klinik von der Doktora Miriam. Und dem geht es wieder gut. Er humpelt noch ein kleines bisschen, aber es ist schon das meiste überwunden. War schon wieder eine Riesenschlange da, die Tage. Aber da haben die Arbeit das verhindern können, dass wieder ein Hund gebissen wird. Außerdem haben sie es ein bisschen verstanden schon, die Hunde, die sind schon davon gegangen. Also das gehört jetzt auch mit dazu im Land. Jetzt schauen wir, werden wir mal die Körbler-Methode einsetzen, ob die Versuche also auch funktionieren. Erich Körbler, ein Ingenieur aus Österreich, ein ganz patenter Mensch, hat mir sehr viel geholfen gehabt mit dem Thema Ameisen oder auch gesundheitlich auch. Und jetzt werden wir es mal gegen die anderen Tierchen auch versuchen einzusetzen. Also macht es ganz gut. Bis zum nächsten Video, wo ich hoffe, dass in Kürze wieder eins kommt, und macht es also, wünsche einen sehr, sehr schönen Tag. Also, Servus, Tschüssi.